Wer ist denn hier so richtig, richtig cool und spontan? Absolut niemand. Du wieder, hallo. Ich hab deinen Namen vergessen. Tom. Richtig. Oh, ja, Applaus für mich. Spaß. Nein, nee, alles gut. Okay, so. Und zwar, wir haben hier was richtig Cooles geplant. Das wird der Abend deines Lebens. Das wird dein Abend. Du, wenn die Leute dich fragen, wie waren die Videos, wie die Awards, wie war die Show, kannst du sagen, ich war die Show. Und zwar darfst du einen Preis vergeben. Echt? Boah, wild. Steh mal auf, lass dich feiern. Das ist dein Moment. Fetten Applaus für Tom. Dankeschön. Hier ist das ist meins. So. Jetzt wird's unangenehm, jetzt gucken dich noch alle an. Wir sind gleich da. Du kriegst jetzt hier gleich oben eine Karte, da kannst du dann lesen. Okay. Und ja, viel Spaß. Vielen Dank. Applaus. Hallo, ihr habt Rave. Hi. Ja, ich mache die Verleihung für Lifestyle und Entertainment. Ich bin ein wenig überfordert. Genau. Ich weiß leider nicht, wer nominiert ist. Ah, perfekt. Irgendwer hat gesagt, du kriegst eine Moderationskarte, jetzt hast du gar keine. Ich hab der Test deines Lebens. Ich hab improvisiert. Jetzt wirst du entdeckt. Ah, jetzt wirst du entdeckt. Vielen Dank. Ich wollte ihm die Karte geben, aber ich habe dann gemerkt, dass es die Hoffe ich mal, dass war. Ich das frei lesen kann bei meiner Universität. So, wir alle haben unseren kleinen und auch großen Guilty Pleasure. Die folgenden drei Nominierten haben die Kategorie dieses geheime Gelüste des Comfort Watching in neuen Höhen katapultiert und uns einen Platz im Internet gegeben, an dem man sich immer wohlfühlen kann. Hier sind die Nominierten in der Kategorie Lifestyle und Entertainment. Unter den drei Nominierten ist ein Creator, die ihren Lifestyle wie keine zweite lebte und schon seit vielen Jahren in meiner Abo-Box fest verankert ist. Dementsprechend habe ich auch keine Scham zuzugeben. Ich bin auch ich bin ein Brokkoli, eine Creatorin, die nicht nur durch ihre fliffige Art begeistert, sondern mit jeder Faser ihres Körpers maximale Kreativität ausstrahlt und den Mut besitzt, diese auch in der Welt hinauszutragen. Das ist Naomi John. Ich erinnere mich noch, als es gestern gewesen. 8. Klasse, Völkerball. Für die einen ein riesengroßer Spaß, für mich aber ein Abbild des Fegefeuers. Abermals schossen Bälle aus allen Richtungen. In die Fresse schrie Kilian, 14, als ein roter Gummiball voller Wucht in mein Gesicht flog. Das Einzige, was mir in dem Moment noch helfen konnte, war ein Video von meinem geliebten Dave. Ich liebe dich wirklich. Der Entertainment-Koryphäe Deutschlands und persönlich, es steht hier nicht, aber persönlich mein Lieblings-YouTuber. Genau. Aber ich erinnere mich auch noch ganz genau, wie ich vor vielen Jahren Bubble Tea schlürfend durch die Kölner City stolzierte und mich einen Kieselstein aus dem Gleichgewicht brachte. Noch bevor ich mit dem Kopf auf den harten Geflecht des Bodens aufschlug, brauste ein longboardfahrender Superheld im blauen Spandex-Kostüm vorbei und rettete mir das Leben. Obwohl er die Heldentätigkeit seit vielen Jahren abgelehnt hat und zu einem der besten Journalisten Deutschlands geworden ist, ist Tomatolix seinen Namen treu geblieben. Und nochmal von mir, vielen Dank, dass du dich so aufopferst, besonders bei den letzten Projekten. Und genau, gewonnen hat.
Frau. Vielen Dank. Danke für die netten Worte. Vielen Dank. Danke sehr. Ich war die 100% gegönnt. Vielen Dank dir. Hast du gut gemacht, mein Lieber. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, nur 10 Sekunden. Danke an Leo, Felix, Niklas, Jan, Ilja, Rosa, Max, der mich hier rangeführt hat. Vielen Dank. Wir freuen uns sehr und danke, dass ich noch einen Preis abholen durfte, der tatsächlich mir gehört.